Ja, hallo, bei meiner Reise durch Deutschland auf der Suche nach ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten habe ich einen großen Sprung gemacht und bin bis nach Hof gefahren. Und normalerweise versucht man ja Straßenschilder so gut wie möglich abzubauen. Hier in Hof gibt es aber einen Ort, da passiert genau das Gegenteil. Und das ist der Fernwehpark, in dem man innerhalb von 3 Minuten problemlos einmal um die Welt reisen kann. Ja, mein Name ist Klaus Beer, ich bin Reisedokumentarfilmer und wir befinden uns hier im Fernwehpark in Hof. Der Fernwehpark ist ein multikulturelles und völkerverbindendes Friedensprojekt, in dem man mit Blick auf die Schildergrüße Städtenamen aus der ganzen Welt sich wegträumen kann, sozusagen im Kopfkino, in fremde Länder mit Fernweh im Herzen. Ja, im Fernwehpark hier in Hof kann man die Reise eigentlich auch in Deutschland beginnen. Wir haben hier einen speziellen Themenpark der kuriosen und lustigen deutschen Ortsnamen eingerichtet. Wenn man hier sich so umblickt, man sieht Feierabend, Affendorf, Abenteuer, natürlich ganz passend zum Thema Fernweh. Und wenn wir da nach vorne gehen, können wir auch Tafeln sehen mit deutschen Ortsnamen, die so richtig auch die Welt verkörpern. Zum Beispiel Grönland, Kalifornien oder Amerika. Auf unserer Reise um die Welt machen wir jetzt einen Sprung von Deutschland in die Ecke Südostasien. Wir sehen hier ein Schild zum Beispiel aus Delhi. Horst Hahn ist geschäftlich oft in den arabischen, asiatischen Ländern unterwegs und hat dort ein Schild mitgebracht und es wird jetzt hier im Hofer Fernwehpark präsentiert. Und so soll das Ganze auch funktionieren, dass Leute aus der ganzen Welt Namenszüge auf Schildern graviert im Hofer Fernwehpark präsentieren. Und wir machen jetzt einen Sprung nach Down Under, an das andere Ende unserer Erde. Wir sehen hier Cooper Petey, die Opalgräberstadt, dann Vorsicht, Koala Crossing. Das sind also alles Schilder, die man eigentlich nur bei einem Besuch in Down Under sehen kann. Der Fernwehpark feiert heuer sein 10-jähriges Bestehen. Er wurde ja bewusst am 9.11.1999, 10 Jahre nach dem Fallen der Mauer, eröffnet. Ja, wir haben bis zum heutigen Tag so knapp 4.000 Schilder gesammelt. Und ich muss zugeben, es war sehr schwer, sich hier zu etablieren. Viele Hofer konnten sich und können sich teilweise bis heute mit dem Projekt noch nicht ganz so identifizieren. Es gibt ja auch wenig Denkschablonen und Vergleichswerte. Hier haben wir einen ganzen Pfahl bestückt mit License Plates, also Autokennzeichen. Es gibt 2 Fahrradabenteurer, Axel Brümmer und Peter Klöckner, die sind kurz nach der Wende mit dem Fahrrad aufgebrochen, die ganze Welt zu befahren. Diese Schilder sind also nicht gekauft oder irgendwie erfragt, sondern einfach aufgesammelt, wenn sie irgendwo am Wegesrand gesehen wurden. Ja, wir beenden unsere Weltreise in Amerika, Los Angeles, Hollywood, Sunset Boulevard. Und ich bin sehr stolz, dass es uns im letzten Jahr gelungen ist, den Dalai Lama in unser Friedensprojekt zu integrieren, dass er ein Grußschild für den Frieden signiert hat und einfach auch ein großes Mosaiksteinchen setzt in unser Hofer Friedensprojekt Fernwehpark.